Die Lage im umkämpften syrischen Gebiet Ost-Ghuta ist verzweifelt. Immer wieder fallen Granaten herunter. Die von der UN geforderte Feuerpause wurde von den Kriegsparteien nicht einen Tag lang eingehalten. Die rund 400.000 Menschen, die dort noch eingeschlossen sind, hungern. Allein gestern sterben laut Menschenrechtsorganisationen bei Luftangriffen 91 Zivilisten. Wieder können Hilfsgüter nicht zu den Notleidenden vordringen. Über ein Dutzend Lkw mit Lebensmitteln und Medikamenten beladen, verlassen das Kampfgebiet wieder. Es ist einfach zu gefährlich. Syrien ist doch sicher. Das behauptet zumindest eine Gruppe von AfD-Politikern, die seit Montag in der nur wenige Kilometer entfernten Hauptstadt Damaskus sind. Sie schütteln Hände mit dem Assad-treuen Großmufti Hassun. Der fordert die Flüchtlinge auf, zurück nach Syrien zu kehren. In der Vergangenheit soll der islamische Geistliche zu Selbstmordanschlägen in Europa aufgerufen haben. Das scheint die Gruppe nicht zu stören. Und sie postet Fotos vom vermeintlich normalen Alltag in Syrien, vom Swimmingpool, von Frauen in Jeans, die durch die Straßen laufen, von geöffneten Geschäften. Zwei junge Syrer, die in Ost-Ghuta eingekesselt sind, haben jetzt eine klare Botschaft, die über den Verein Adopt a Revolution nach Deutschland an die AfD übermittelt wird. Dass die AfD-Gruppe auch Ost-Ghuta besucht, ist höchst unwahrscheinlich.